So eine Hafenmeisterei muss aus solidem Stein errichtet werden. Habe ich nicht letztens einige Steinvorkommen gesehen, als ich bei Bruder Hilarius im Bergkloster zur Beichte war? Kreuzzug? Pah! Ich wüsste genügend friedlichere Methoden, die Ungläubigen zu bekehren. Bei einem guten Essen und einem kräftigen Schluck. Aber wer fragt mich schon? Niemand. Noch mal hier zwischenfahren. Muss noch mal was gucken. Reicht es denn schon? Ja. Hoppala. Und außersehen bin ich wieder mal auf die Taskleiste gekommen. Das sieht man ja hier nicht, ne? Wenn ich hier auf diese den Schaltfläche für die aktiven Anwendungen drücke. Hat manchmal auch einen Vorteil, in dem Fenstermodus zu sein. Ja, auch drauf drücken, siehst du? Das ist genauso wie beim anderen. Hier sind 4000 Tonnen Stein verfügbar. Das ist zum Beispiel bei Anno 1800 unbegrenzt. Also es ist dann doch hier ein bisschen komplizierter in manchen Fällen noch durch diese Einflussradien. Ich glaube, das werden wahrscheinlich auch einige bemängelt haben dann bei 1800, dass es dann doch einfacher ist. Wobei es in anderen Fällen auch wieder schwieriger ist, weil du brauchst halt auch immer noch Bauern zum Beispiel, um weiterzumachen. Du kannst nicht mit Arbeitern die ganze Zeit weitermachen. Also hier ist es halt ein bisschen anders. Die können die alle aufsteigen, das ist egal. So, wo ist mein Schiff? Es fährt noch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Gesellerei. Okay, ist voll halt, ne? Passiert. Hervorragend. Denkt ihr, ihr könntet mir die Überschüsse aus der Steinproduktion für meinen Dom verkaufen? Natürlich erst, wenn der Hafen vollendet ist. Naja. Mit jeder Minute, die sich der Hafenbau verzögert, wird vor Kass Laune schlechter. Gebt lieber ein Schiff in Auftrag. So könnt ihr Waren schneller von einem Ort zum anderen schaffen. Ihr produziert Seile für den Schiffsbau und Holz. Nur die Werft fehlt noch. Hier an der Küste eurer Insel ist noch genügend Platz dafür.
dann also hier die Werft hinbauen, ja. So, ich hole erstmal Stein. Und hier sieht man übrigens auch, denn die Tonnen natürlich nach und nach unter schwinden. Wenn es auf Null ist, ist nichts mehr verfügbar. So ist es halt. Zug? Pah! Ich wüsste genügend friedlichere Methoden, die Ungläubigen zu bekehren. Bei einem guten Essen und einem kräftigen Schluck. Aber wer fragt mich schon? Niemand. Aus Gründen. Der Segen des Herrn. Aha, da fehlt jetzt die Straßenanbindung. Vier Steine brauche ich hier nur. Turnierplatz. Feuerwache. Zimmermannshaus. Repariert Gebäude. Beseitigt Verrostungen von Wohnhäusern und reduziert so deren Brandgefahr. Eine Statue. Schöner die Siedlung. Hervorragend, dann kann das erste Schiff ja bald vom Stapel laufen. Ich habe noch einige Kisten Werkzeug auf Lager. Kommt vorbei, dann verkaufe ich euch etwas davon. Wo bist du denn? Vergesst nicht, mir allein hat Kardinal Lucius die Aufsicht über den. Ja, da. Besser, ihr sputet euch.
Die Stimmen verkünden es. Bald schon werden wir das heilige Land sehen. Und mit Gottes Segen werden wir es befreien und der heiligen Mutterkirche in den Schoß legen. Die Stimmen verkünden es. Bald schon werden wir das heilige Land sehen. Und mit Gottes Segen werden wir es befreien und der heiligen Mutterkirche in den Schoß legen. Ein kleines Handelsschiff. Es ist eine Schande, wie Forcas mit uns allen umspringt. Fast jedes meiner Schiffe wurde für den Kreuzzug beschlagnahmt. Dabei bin ich der Vetter des Kaisers. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Schiff fertiggestellt. Es ist eine Schande, wie Forcas mit uns... Ein herrliches Schiff. Na dann, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Jawohl. Jawohl. Mal gelernt. Mit Verlaub, ich empfehle eine Handelsroute für den Steintransport. Bei all den Aufgaben, die Forcas auf euch abwälzt, habt ihr bestimmt Wichtigeres im Kopf. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Hagenberg nach Port Sakal und zwar da Steine. Der Kapitän ist instruiert? Wunderbar. Nun könnt ihr euch getrost euren wichtigen Aufgaben widmen. Da steht nur Handelsroute 1, die müsste man halt selbstständig ändern, den Namen. So. Das kennen wir ja alle schon, ne? Stein. Sollte jetzt ein bisschen besser laufen. Das heißt, dann kriegen wir Stein von da nach unten und wieder umgekehrt. Wird jetzt natürlich noch keine 40 Steine sein. Aber alles, was da drin ist. Ja, 14. Und das fährt jetzt hier runter. Genau.
Und mein Plan ist übrigens so, bis ungefähr 21 Uhr spielen wir jetzt Anno und danach noch FIFA. Sind gar nicht meine Kriegsschiffe hier. So, da müsste jetzt gleich der Stein reinflatschen. Und dann kann ich schon mal anfangen, eine Hafenmeisterei zu bauen. Ja, das Schiff muss warten auf das Schiff. Oh, brauchte sogar genau 14 Steine. Nicht wunder. Was lange währt. Besser, ich besichtige das Gebäude und vergewissere mich persönlich, dass alles seine Ordnung hat. Während ihr Ewigkeiten für den Bau dieser Hafenmeisterei benötigt habt, habe ich mich um einige Vorräte gekümmert. Aber dieses Kontor ist viel zu klein. Es muss ausgebaut werden. Und zwar sofort. Es ist vollbracht. Das Kreuzfahrerschiff wurde fertiggestellt. Gott möge es beschützen und all jene segnen, die gewillt sind, für den rechten Glauben zu streiten. Ja. Was ist denn nun mit dem Ausbau des Kontors? Ich brauche Stein. Muss ich denn alles zweimal sagen? Ich brauche Stein. Wie viel Stein ist denn da drüben wieder? 8. Naja, das holen wir dann raus und dann zurück und dann kann man den Kontor ausbauen. Das Kontor ausbauen, den Kontor, das Haus fertig vergrößern. Ja, sorry, du musst warten. So, wieder auf die Magellan. Und zurück. Ja.
da ist das Markthaus. Achso, das Markthaus ist im Prinzip sozusagen das der Kontor. Also beziehungsweise die Lagerhäuser von dem, also Kontor ist ja vorne, aber die Lagerhäuser sind hier die Markthäuser. Und darum rum kann man halt dann das Ding bauen. Naja. Was ist denn nun mit dem Ausbau des Kontors? Muss ich denn alles zweimal sagen? Ist noch am Entladen. Was ist denn nun mit dem Ausbau des Kontors? Muss ich denn alles zweimal sagen? Was? Das soll der Ausbau gewesen sein? Die Lagerräume sind ja kaum größer als zuvor. Das ist völlig inakzeptabel. Ja, Pech. Wir brauchen Lagerhäuser, um die Waren aufzubewahren. Ihr seht doch, wie groß das Kreuzfahrerheer ist und wie viele Vorräte dafür benötigt werden. Na los! Lagerhäuser. Für euch Werkzeug. Geh, geh. Wo war doch noch ein Schiff von mir, oder? Was ist denn nun? Wenn ihr nicht bald diese Schenke baut, werden die Ritter noch marodierend übers Land ziehen. So gerade ein Schiff von mir. Komischerweise hatte man noch beim anderen noch Diplomatie nicht verfügbar, Errungenschaften nicht verfügbar. Hatte man hier nicht ein Schiff, also ein Schiffmenü hatte man auf alle Fälle beim anderen, aber irgendwie ja nicht. Die Stimmen verkünden es. Bald schon werden wir das heilige Land sehen. Und mit Gottes Segen werden wir es befreien und der heiligen Mutterkirche in den Schoß legen. Hier ist die Santa Maria. Ich hoffe, ihr findet. Ach nee. Ja doch. So. Die Stimmen verkünden. Kommt nur und seht euch in aller Ruhe um. Die Stimmen verkünden es. Bald schon werden wir das heilige Land automatisches Speichern. Und mit Gottes Segen werden wir es befreien und der heiligen Mutterkirche in den Schoß legen. Es ist eine Schande, wie Frau Kass mit uns allen umspringt. Fast jedes meiner Schiffe wurde für den Kreuzzug beschlagnahmt. Dabei bin ich der Vetter des Kaisers. Sehr schön. Errichten Sie eine Schenke. Kurz mal hier ranfahren. So, jetzt brauche ich noch Steine. Du kannst wieder hier lang fahren.
Hier müssten ja mittlerweile noch gar nicht genug Steine. Ich denke, braucht 20 Steine. Wenn die Lagerhäuser jeweils bloß einen brauchen. Also die würde ich jetzt sogar fertig bekommen. Ja. Ein Stein. Das wird neu auswählen, wa? Holz fehlt mir. Was ist denn da los? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Teilerei. Ja, aber es ist das gleiche wie beim Holz. Lager sind einfach bis voll. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was ist denn nun? Wenn ihr nicht bald diese Schenke baut, werden die Ritter noch marodierend übers Land ziehen. Lulul. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Schnüffelt hier nicht herum. Ihr belastet euer einfaches Gemüt nur mit Dingen, deren Tragweite ihr ohnehin nicht versteht. Zu in Ruhe.